Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play League of Legends. Wir spielen Garen A bis Z, machen wir weiter. Ich habe ein paar Rankings gezockt und Leute, ich sag's euch, es sieht nicht gut aus. Es ist, ich spiele grottenschlecht, also ich muss mich jetzt erstmal wieder einspielen. Aber nicht nur das, das ist, community-mäßig hat sich leider nicht viel verändert. Ich muss sagen, es ist fast noch schlimmer geworden, also, na gut, schlimmer geht eigentlich nicht mehr, aber... Ja, also es ist auf jeden Fall nicht schön, also... Wie geflamed wird, das ist nicht mehr normal, ja, du hast halt einen schlechten Start und dir wird einfach nicht geholfen, die Tower diven dich zu zweit und dann kommt die Antwort vom Jungler, stop feeding, go AFK or stop. Das ist seine Option. Kein, ich komme und helfe dir, oh, I will gank soon oder irgendwas, nein, geh AFK und hör auf. Also echt, das ist, ja, es tut mir leid, aber ganz ehrlich, ich sehe es nicht mehr ein, dass ich mich da noch drüber aufrege. Also das nächste Mal, sobald mich irgendjemand blöd anmacht an dem Ranked, ist er gemutet, ja. Weil sehe ich einfach nicht mehr ein, dass ich mich dazu flamen lasse, ohne Witz, weil ich bin sowieso ein Mensch, ich reg mich sehr schnell auf und über sehr viele Kleinigkeiten. Und wenn ich dann noch von irgendeinem drittklassigen Klarinettenspieler da angemacht werde, dann ist bei mir sowieso, dann brennt bei mir komplett die Sicherung raus. Also da, Entschuldigung, aber da werde ich halt echt aggressiv dann und das will ich halt nicht an euch auslassen, weil ihr könnt ja nichts dafür. Hoffe ich zumindest mal nicht, dass ihr, Alter, wie wenig Schaden wir dem Viech machen. Gut, jetzt fast schon. Hoffe ich mal zumindest nicht, dass ihr solche Spieler seid, aber seid ihr schon nicht, bin ich mir sicher. Und ja, also müssen wir ja alle mitleben mit sowas, deswegen... Ja, können da halt nichts für, ne, echt nicht. Das sind allein diese Spieler, die dafür verantwortlich sind. Ne, Akali auf der Top-Lane habe ich schon oft im Gegnerteam gesehen, selbst noch nie gegen gespielt. Sie macht null Schaden, das ist schon mal ein sehr großer Vorteil, den ich gerade habe. Also sie macht echt überhaupt keinen Schaden. Dadurch wird sich für mich das Farmen nicht besonders erschweren, glücklicherweise. Ich kann vielleicht sogar ein bisschen pushen, weil ich wesentlich mehr Schaden mache als sie. Müsste ich eigentlich zumindest. Ja, doch. Nee, doch nicht. Sie hat sogar mehr AD als ich. What the fuck? Ja, oder auch nicht. Mir kommt es gerade irgendwie so vor, als würde ich mehr Schaden machen. Kann vielleicht doch noch einen Leben. Ey! Ich mache eindeutig zu wenig Schaden. Das kann aber nicht wahr sein hier. Ich treffe keinen einzigen. Ich kriege keinen einzigen Lastet. Oh, ich tank die Minions. Ach, das ist doch Mist. Wieso tank ich mal ihre Minions oder sie meine nicht? Sie greifen mich doch genauso jetzt mitten in meinen Minions an. Aber meinen Minions ist es halt scheißegal, ob ich angegriffen werde. Das ist das Problem hier. Auch wenn du unsichtbar bist, kriegst du trotzdem meinen Roundhouse-Damage. Das hilft dir da auch nicht großartig weiter, meine Liebe. Das sollte dir bewusst sein. Durch das Gesetz oder durch das Schwert. Schön ist meine abnormal hohe Lebensregeneration, wenn ich mich jetzt einfach mal hier in den Busch stelle kurz. Da geht nämlich das hier an. Das ist aus irgendeinem Grund ist es jetzt hier auf der linken Seite, das war früher immer hier, keine Ahnung, das finde ich übelst behindert. Das sehe ich einfach gar nicht, wenn da irgendwas auf mich wirkt. Also Entschuldigung, aber das ist mega behindert positioniert, ganz ehrlich. Jedenfalls regeneriere ich gerade so saukrass Leben, zusätzlich zu meinem Doran-Schild. Jetzt warte ich hier einfach, lasse die ein bisschen pushen, ja. Geh vielleicht raus und greife mir so ein Minion und bin ja fast wieder full life. Während sie das nicht ist. Ja gut, jetzt mittlerweile auch schon fast wieder. Sie hat auch ein Doran-Schild, aber ja, ich meine halt, soll ich die Zeit gut genutzt? Sie hat gepusht, ich bin nicht mehr ganz so nah am Tower, also nicht mehr so einfach zu ganken und ja, wie gesagt, bin halt wieder full life, ne? Das mit nur einem Trank. Na, wie gesagt, sie hat im Endeffekt fast genau das gleiche gemacht. Wobei ich glaube, sie hat wahrscheinlich auch noch in ihren Runen Dings diesen... Es gibt ja so eine neue... Ne, nicht in den Runen, in den Meisterschaften gibt es ja eine Meisterschaft ganz hinten im Wissensteil, die einem Grund-Zaubervampir gibt. Ich denke mal, dass sie das hat, deswegen wird sie sich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen heilen. Es ist nur minimal, es sind nur 1% oder so. Also wenn du 30 Schaden machst, dann heißt du dich um 3 Leben. Wow, super, so viel regeneriere ich pro Sekunde. Aber ja, trotzdem, auf Dauer gesehen macht das natürlich schon auch noch was aus. Aus irgendeinem Grund, na ja, gut, da sind noch 100.000 Minions am Leben. Das hat jetzt einen Level-Vorteil. Aber wie gesagt, ich werde es in den A bis Z ein bisschen trainieren.
Weil so tue ich mir die Rank jetzt echt nicht mehr an. Weil wenn ich selbst wieder gut spiele, dann kann ich auch wieder die anderen dafür nicht beleidigen, dafür zuflamen, dass sie scheiße spielen. Ne? Also werde ich nicht machen, aber ich meine nur, dann kann ich mir auch mal ein Urteil erlauben, weil wenn ich selbst 0-6 stehe, dann kann ich jetzt nicht über die anderen sagen, dass sie scheiße spielen. Das, auch wenn es so ist, kann ich nicht machen, weil das ist ja Schwachsinn. Ja, wie wenn man sagt, der Kerl kann nicht Auto fahren, aber hat gerade irgendwie ein Kind überfahren oder eine Katze oder so. Kann er auch nicht machen, also das ist ja Schwachsinn. Das würde keinen Sinn ergeben. So, wie sieht's aus vom Farm? 29 zu 12? What the fuck? Bronze lässt grüßen, meine Liebe. 12? What the fuck macht die denn? Das ist, weil die mich die ganze Zeit mit ihrer Crew anguckt. Die lastet halt kein bisschen. Die meint halt allen Ernstes, dass sie mich jetzt dann gleich killen kann. Aber ich habe halt Teleport, ich gehe jetzt dann einfach weg. Kauf mir 40 Magieresistenz. Oh ja, gut, jetzt sollte ich doch ein bisschen aufpassen. Jetzt hat sie gerade Ulti bekommen. Allerdings sollte sie nicht genug Schaden machen, mich unterm Tower zu diven. Weil es mir vollkommen egal ist, weil ich gehe jetzt back. Kauf mir schön 40 Magieresistenz, damit sie überhaupt keinen Schaden mehr macht. Hey, was ist denn das? Gibt's nicht mehr das? Jetzt sagt nicht, es gibt's nicht mehr. Das ist doch ein Witz. Die haben echtes Magieresistenz. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz, oder? Wie kann man denn das Item removen? OMG, die haben... Oh mein Gott, ich hasse es so sehr. Was machen die denn mit dem Spiel? Oh Mann. Er ist doch mal mega behindert. Die haben den 40 Magieresistenzmantel, den ich mir gerade kaufen wollte, entfernt. Den gibt's nicht mehr. Wie dumm ist das denn? Welcher Depp hat sich denn das ausgedacht, ey? Oh Mann. Ich merke schon. Ich mag die neue Season nicht. Wie kann man... Boah, das war so ein geil... Das wäre jetzt so geil gewesen, ja? 40 Magieresistenz. Die würde mir gar keinen Schaden mehr machen, ja? Sag ich nur läppische 25. Ja, da gut, dafür habe ich noch ein Langschwert. Kann ich selbst ein bisschen austeilen, aber trotzdem. Das Langschwert hätte ich mir vielleicht auch so gekauft. Oder die Schuhe, eins von beiden. Jetzt habe ich halt beides. Das ist. Trotzdem, mich nervt es gerade ein bisschen. Das war ein Item, das hat einfach dazugehört. Das hatten die sich gekauft. Ja, die hat sich. Ja, die hat Schaden gekauft, ne? Das ist interesting. Da werden wir jetzt sehen, was mehr. Läuft, Tank oder Schaden. Scheiße. Aber die Last Hits von der sind echt so richtig peinlich. 22. Das ist echt richtig bad. Vor allem, weil sie mit ihrer Kuh von weiter weg Last Hitten kann. Also ist ja eine Fernkampffähigkeit. Von daher ist es echt richtig schlecht. Das war jetzt gerade auch richtig schlecht. Von der Wave jetzt ein Last Hit bekommen. Na gut, dafür kriegt sie von der Wave auch so gut wie nichts mehr. Und der Tower geht schön down. Oh, seht euch das an da oben. Ich muss nicht mal hinschauen, um zu wissen, dass der Tower down geht. Das ist doch schön. In der Zeit kann ich auch mal warden gehen. Oh nein, was macht er denn, Leute? Was macht er denn? Oh nö, da feeden sie den Set. Der hat schon 3-0. Oh nö, bitte nicht. Unsere Vayne hat auch 2 Kills. Das ist schön. Das gefällt mir. Wie viel Schaden ich der mache. Ah, traut sie sich nicht mehr hin. Oder doch? Eigentlich müsste ich sie killen können. Moment. Ich warte noch auf meine W wieder. Und bis der Heiltrank vollgewirkt hat. Ah, wobei, nee, jetzt hat sie Minions. Ah, ich weiß nicht. Ja, und sie hat sie jetzt selbst geheilt. Ich weiß nicht. Soll ich es riskieren? Sie denkt, sie könnte mich jetzt killen. Aber ich weiß nicht, ob sie das auch wirklich nicht kann. Das ist jetzt halt die Frage, ob ich überhaupt genug Schaden mache. Nee, lassen wir mal lieber. Aber sie hat ihre Lektion auf jeden Fall gelernt. Die würde jetzt safe nicht mehr engagen. Wenn doch, dann ist sie ziemlich blöd. Weil sie wieder den Levelvorteil hat. Deswegen ist sie so greedy. Jetzt sehe ich es gerade erst. Die hat wieder einen Levelvorteil, tatsächlich. Ja. Ich habe mich schon gewundert. Ja, das Blöde ist, da kann ich jetzt leider nicht hingehen. Aber durch den Jungler. Jetzt kann sie ihre Ulti nicht mehr machen. Sehr schön. Komm schon, Yi. Och nö, dein Ernst? Alter, das ist sein Ernst? Der hat sich so hart von der trollen lassen? Oh Mann. Alter, ohne Scheiß, was soll denn das? Was zum Teufel war denn das jetzt?
Mein Gott. Haltet stand! Ich bin bereit. Engage doch nicht, du! Mensch, du! Das ist gerade Tryharding vom allerneuesten Stern. Habe ich auch noch nie gesehen, dass der da jetzt engaged ist. Muss ich aber auch sagen, ziemlich schwacher Schaden vom Rengar. Also der hat da gar nichts ausgeteilt. Meine Keime. Oh, das ist aber noch ganz schön knapp geworden. Egal, ich mache einen Abgang. Lol. Alter, what the fuck? Was macht der Kerl? Das ist echt, wie gesagt, Tryharding vom anderen Stern. Ja, ich habe schön viel Geld bekommen jetzt. Das freut mich. Ein Red Buff auch. Das ist wirklich ziemlich nice. Ich gehe jetzt ganz normal zur Lane. Wow, das ist gerade einfach mal die Aufnahme abgeschmiert. Sorry. Ja, ich gehe jetzt einfach ganz normal zur Lane, wollte ich gerade sagen. Habe ich, glaube ich, noch gesagt. Oder? Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls, ich gehe jetzt ganz normal zur Lane. Nicht mit Teleport, weil lohnt sich nicht. Sind eh keine Minions da, erst jetzt, wo sie pusht. Ja, passt schon. Übrigens, wer sich fragt, warum kaufe ich jetzt, oder warum gehe ich jetzt auf Sunfires, ist ganz klar, das ist eins der wichtigsten Items. Denn während man sich dreht, macht mehr rundum Schaden. Und der Sunfire Cape, der verstärkt das nochmal immens. Und sozusagen, wenn man dann angegriffen wird, macht man einfach seine W und seine E, kriegt zusätzliche Rüstung und macht ultra viel Schaden zusammen mit Sunfires und der E. Ja, und halt einfach nur richtig krass aus. Finde ich, ehrlich gesagt, die besten Garen-Items so im Early-Game. Also, Sunfire ist das erst beste Early-Item. Hä? Ist der Minion gerade gestorben? Ohne Witz, das Last Hit noch voll verlernt. Ich bin auch nicht mehr so gut, aber mein Glück ist, dass die Akali noch 10-mal schlechter ist. Na, die haben es doch endlich hinbekommen, den Set zu shutdownen. Der hat nur noch 3-2. Aber da unten wird schön gepinkt. Ja, der Tower hat auch so richtig schön wenig Leben. Oh ja, so richtig schön wenig. Ich warte aber trotzdem mal lieber, auch wenn die Rengar im Jungle haben. Aber wenn er wirklich ernsthaft ganken kommt, dann wird das eh mit Ulti machen. Ich glaube nicht, dass sie dies riskieren, dass ich wegkomme, weil ich aber doch relativ viel Leben. Und halt auch relativ viel. Oh Mann, das war jetzt schlecht. Ja, hatte ich meine Q jetzt nicht ready. Oh, die will aufs Ganze gehen. Die hat mich ignited. Wieso auch immer. Egal, ich warte einfach ein kleines bisschen. Ah, die hat jetzt Zaubervampir, sehe ich gerade. Ja, das ist natürlich nicht so cool. Ich bringe Gerechtigkeit. Ich meine, gerade frage ich mich so ein bisschen, was die eigentlich denkt, wer sie ist. Also ich laufe gerade nur weg, damit ich mich regeneriere, nicht weil ich Angst vor ihr habe. Komm, hüpf, 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 komm. Feiges Hühnchen, die weiß genau, dass sie keine Chance hat. Ich habe alles ready. Na gut, meine W jetzt nicht mehr, aber alles andere hat. Muss ich ein bisschen Last jetzt flöten lassen. Flöten gehen lassen. Aber ist doch egal. Ich bin immer noch so weit vorne. Das juckt mich jetzt gerade nicht so wirklich. Ohne Scheiß, die Range von ihrer Kuh ist richtig OP. Das ist ein Nahkampf-Champion, Leute. Wieso hat die so eine krasse Range? Das ist doch wohl ein echter Scherz. Also meine ich jetzt gerade echt ernst, ne? Also wirklich, das ist eine ziemlich krasse Range, die der hat. Ja, wie sie wegrennt, ohne Scheiß. Oh. Wie viel haben die Minions gemacht? 10%? Ach Mann, das ist doch Bullshit. Wo waren denn meine Minions? Ach, das ist doch lahm. Oh Mann. Das ist jetzt echt lahm. Ah. Haben die irgendwie die... Nee. Hat der schon immer 25 gebracht eigentlich? Frage ich mich gerade so ein bisschen. Weil die haben ja das Item im Endeffekt einfach nur teurer gemacht um 75. Was hat sich jetzt eigentlich verändert? Check ich gerade nicht so ganz, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, renn nur lieber weg, ey.
zwar blöd, dass meine erste Kuh nicht gesessen hat. Die muss eigentlich sitzen, bevor sie sich unsichtbar macht, weil dann kann ich sie zweimal einsetzen. Wenn meine Kuh auf ihr ist, dann kann sie ja keine Skills machen. Dann kann ich die Zeit nämlich nutzen, um entweder wegzurennen oder mich besser zu positionieren oder, ja, wie gesagt, wegzurennen. Na, schön ist, die lastet immer noch wie eine Behinderte, also. So ein typischer Spieler, der nur auf Kills aus ist. Kann kein Stückchen lastet mit seinem Champion. Wieso ist denn die eigentlich schon wieder Full Life? Das ist so krass, das Zaubervampir. Das Problem ist, ich habe jetzt keine Ulti mehr, sie schon. Ja, sie hat keine Tränke mehr. Gut, das ist jetzt dann nicht so. Das ist jetzt nicht der Erfolg des Jahrhunderts, ja, dass die keine Tränke mehr hat. Ich bräuchte eigentlich auch Lebensraub. Den müsste ich mir jetzt eigentlich schon direkt holen beim nächsten Mal. Wieso hat die denn schon wieder Ignite? What the fuck? Wie oft werden die das jetzt eigentlich noch einsetzen? Nicht umdrehen. Nein, Yi. Nein, du kommst jetzt her. Oh, jetzt habe ich gar nicht auf Akali geachtet. Das war jetzt nicht so geil. Der Kerl soll endlich mal seinen Arsch hochbewegen hier. Aber wieso wartet er denn nicht, bis die Minions bei der... Oh Mann, ist der Kerl eigentlich... Jungle der zum ersten Mal? Spielt der zum ersten Mal? Er hätte Zeit warten sollen, bis die Minions beim Tower sind und sie den Tower angreift. She flash? Dein Ernst? Sie hat geflasht? Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich es jetzt nicht sagen. Glaube ich gerade irgendwie nicht so ganz, aber naja, gut, ich habe es nicht gesehen. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Oh lol, was geht denn da in unserer Mitte ab? Wer ist denn bei den Gegnern so krass? Niemand? What the fuck? Okay, gut. Ach so, unser Yi ist so krass gefeedet, deswegen haben so viele Kills. Aha. Mystery solved, Jungs. Okay, jetzt ist aber echt greedy ohne Ende. Der Tower dived in den Garen. Die Greediness muss schon echt, keine Ahnung. Die ist in Werte in dem Wertebereich gelandet, das ist ja nicht mehr normal. Ja, so langsam holst du mir den Last jetzt auf, weil ich gar nicht mehr lastete, wirklich. Das war jetzt nicht schlecht. Ich habe hier insgesamt ziemlich viel Schaden gemacht. Ja, schön. So muss das aussehen. Jetzt habe ich nämlich die Red Lane in der Hand. Trotzdem mal geworden. Ja, da ist er schon wieder weg. Das Blöde ist halt echt das mit dem Zaubervampir. Das heilt so viel Leben, das ist unnormal. Naja. Was soll's. Mist. Ja, gerade da lastete ich wieder letzte Mongo. Ich mache halt 0 Schaden und ich habe viel zu viele Minions wieder auf meiner Seite. Deswegen ist das so. Ihr Tower hat aber auch schon ganz schön Damage abgekriegt, ne? Geil, dass ich ihren Schaden irgendwie einfach ignorieren kann. Ich verstehe gerade nicht, wie das möglich ist, aber egal. Muss ich auch nicht. Die hat schon wieder Ignite? Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen?
zerberstet. Ich habe die ganze Zeit mit meiner Ulti gewartet. Ich hätte es auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass sie stirbt, aber... Tja, ist ja gut für mich ausgegangen. Sehr schön, jetzt habe ich richtig schön viel Geld, wenn ich... Gold, wenn ich nach zur Base gehe. Okay. Nice, ich dachte schon, der kommt mir irgendwie hinterher oder so. Schade, den Tower hätte ich noch holen müssen. Mist. Naja, gut. Ging jetzt nicht anders. Ging jetzt nicht besser, besser gesagt. Habe ich mir das Ding. Jetzt Lebensraub. Was ist denn das eigentlich? Ja, keine Ahnung, was ich mir hole. Ja, mach ich doch mal das da. Ja, weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wieso ist es jetzt zweimal da? Okay, muss man auch zweimal kaufen. Okay, na gut. Mal lieber pingen. Ah, die ist auch tatsächlich in der Mitte. Ah, die geht top. Wieder. Na gut. Jetzt habe ich das Problem, dass sie Lebensraub und Zauberschaden gleichzeitig hat. Aber ich habe jetzt auch mein Sunfires. Ich weiß, dass die top kommen. Ich will noch extra die Lane dafür pushen. Um sie sozusagen zu empfangen. Ja, da ist sie doch schon. Wie sie kassiert. Das ist ja richtig schön. Sehr schön. Angst ist der erste von vielen Gegnern. Ja, jetzt geht's so langsam. Das Problem ist, jetzt kann ich nicht mehr an den Tower gehen, wenn sie da ist, weil ich ja durch Sunfires Damage automatisch mache und somit würde ich dann die Tower Agro auf mich ziehen. So, jetzt kämpfe ich zum ersten Mal gegen Kalista, was sich ziemlich schwierig gestaltet, wie die hin und her jumpt. Ja, der Heal lässt auch keinen einzigen Kill sein Team, ne? Nee, du. Ja, auch alles weglassen. Heals sind auch solche richtigen Ego-Spieler, genau wie die Rengars. Und Sets und sowas. Das Gegnerteam ist allgemein verübelst das YOLO-Solo-Team. Akali, Set, Rengar. Jojo, so sieht das aus. Ich geh jetzt gleich wieder Top-Lane. Fahren wir nur kurz ein bisschen in die East Jungle. Wenn er schon die Lanes farmt, kann ich das ja auch tun. Bei ihm. Ach, wobei, ich kaufe mir... Kaufe ich mir Klingensgestürzten Königs oder Hydra? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich will eigentlich für Klingensgestürzten Königs, weil die meiner Meinung nach besser ist. Na, mal gucken. Ja, wobei, was heißt mal gucken? Jetzt kaufe ich schon Klingensgestürzten Königs. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, was jeder macht. Achso, Redfall. Okay, Akali, Greediness Overload. Die Frage ist halt, wo ist he? Wo war der Kerl? Wir haben da 100 Jahre lang gekämpft ohne den Kerl. What the fuck? Just what the fuck? Ich blame ihn nicht. Ich sage nur, dass er nicht da war. Wir sind nicht reingegangen, wir haben getowert. Ich finde das so schlimm. Können die das nicht unterscheiden? Wir verteidigen den Inhibitor. Tut uns leid, dass wir das Spiel doch noch gewinnen wollen.
Die anderen sind auch nicht rein, es wurden alle getauert. Die einzige, die ein bisschen blöd stand, war Annie und meine Fresse hat es halt auf die Schnauze bekommen. So ist das halt. Lol. Die Vayne. Greediness. Greedy as fuck. Was ist das da eigentlich für ein Viech? Durch das Gesetz. What the fuck? Uh-oh. Uh-oh. My fault. What the fuck, wie schnell die sind. Das um den Garen zu killen. Ich bin bereit. Wie schnell der Kerl ist, was geht denn ab? Lol. Zum Schutz der Nation. So, die pushen gar nicht weiter. Die killen lieber das Team. Lol. The Ranger Jumps are real. Jetzt bin ich letzten Endes doch wieder allein. Am gleichen Punkt wie gerade eben angekommen. Ein sehr seltsamer Fight, der gerade hier passiert. Oh, die hat über die Mauer geflasht. Ja gut, man muss es jetzt nicht übertreiben. Okay, man muss es übertreiben. Ja gut, das schaffen die schon. Oh, der Wave Clear, ich liebe ihn. E und Sunfire zusammen sind richtig nice. So. Er hat 3 Kills. Alter, ich komme heute nicht drauf klar. Ich kann einfach nicht schreiben. So ein Lügner. Okay, der Trash ist echt greedy as fuck. Ja, da ist der und auch flasht der weg, er war ignited. Ich glaube, er hat sogar noch einen Healer bekommen, aber ja, mein Gott, tot war er trotzdem. Vorgesetzt, wie es will, Kotz schon wieder gestorben. Der Kerl hat 13? Krass. Mein Gott, Vel'Koz ist auch anscheinend so ein Ego-Spieler. Es interessiert nur ihn, ob er Kills hat. Ich finde jetzt nicht, dass Kalista ehrlich gesagt so einen krassen Schaden macht. Also, sie macht halt einfach nur einen AD-Carry-Schaden. Ich meine, sie hat halt viele AD-Carry-Items. Mein Gott, so viel Schaden macht jeder AD-Carry, aber es ist halt anscheinend dieses neue Champ, der muss wieder OP sein. Dingens. Ich wette, wenn man sie nicht spielen kann, dann ist sie gar nicht OP. Oh lol. Jo, ich mach da mal einen Abgang, würde ich sagen. Tschüss. Hoffentlich kommen die jetzt nicht hier lang. Nee. Oh doch. GG, den Red Buff kann ich knicken. Wenn jetzt kommt, Garen, why didn't you help me, dann lass dich aus. Muss er ja wohl einsehen, dass er da einfach nur dumm gestorben ist. Na, ich kaufe mir jetzt Warmogs. Und dann Dinge zu stützen können. Ja. Aber Problem ist halt einfach, Set 11 Kills. Ich meine, er ist 10 Mal gestorben, aber trotzdem hat er 11 Kills. Und Kalista hat auch 8 Kills. Also.
Ja, und bei uns hat er einfach nur Yi Kills. Der Rest hat halt ungefähr die gleichen Kills, aber ja, Yi halt hauptsächlich. Lol. Naja, hat ihm jetzt sehr viel gebracht, mich zu grabben. Alter, ich kann meine Ulti nicht auf Dingens machen. Oh Mann. Das war jetzt schlecht. Weil keiner von uns gestorben ist, das muss man uns gerade zur Route halten. Immer noch nicht. Mein Gott, manchmal wissen die Leute einfach nicht, wann Schluss sein sollte. Oh Mann, ich habe so eine krasse Lebensregeneration. Alter, ohne Scheiß. Checken die das nicht? Die kapieren es einfach nicht. Die haben 5 Leben und bleiben auf der Lane. Das ist halt, oh Mann. Denke ich mir halt einfach nur geistig behindert oder so. Ich meine, das muss man doch irgendwann mal einsehen. Das sind halt solche typischen Leute, die einfach nichts ernst nehmen. Aber es ist zwar nur normal, aber und? Muss man ja nicht, wenn man nicht gewinnen will, dann sollte man vielleicht gar nicht spielen. Okay, der Yi ist auch greedy as fuck. Mir fällt auch gerade so auf, wir haben keinen einzigen Ward auf der Map, ne? Hey, soll nur herkommen, ey. Die verlierten 1-on-1 gegen den Garen. Da würde ich mir schon ernsthaft Gedanken machen, ehrlich gesagt. Scheiße! Oh Mann. Wäre Rengar nicht mehr gekommen, hätten sie es nicht geschafft. So. Sein Arsch gerettet, jetzt soll er auch was machen. Er hat 14 Kills, er müsste die eigentlich alle alleine in dem Pentakill alle zerstören. Einen nach dem anderen müsste er auch rausholen. Die Bane lebt auch sehr gefährlich. Oh, die ist tot. Da braucht man gar nicht hingucken, die ist tot. Okay, Wakehouse hat es noch weggeschafft. Der hat es nicht mal mitbekommen. Der hat anscheinend echt gedacht, der ist da einfach nur durch Glück rausgekommen. Die hat geflasht und wollte gerade Ulti machen. Da habe ich sie gemutet, sonst hätte sie ihn, also mit meiner Kuh halt gesilenced. Weil sonst hätte sie ihn nochmal geultet und dann wäre er gestorben. Na, er hatte noch 5 Leben oder so, ja. Und den Grab von Trash habe ich auch noch abgefangen. Schreibt er gerade schön seinen Roman? Oder auch nicht? Na, scheiß drauf, ich hab keinen Lust, mit dem zu schreiben. Ja. Was? Sagen, pushen. Ich bin schon wieder full life, das ist so krank. Ich mache einfach keinen Schaden. Das nervt ein bisschen. Ah. Oh fuck, wie wenig Leben der Tower hatte. Please let me the farm. Achso, je. Ja gut, der Yi, der farmt echt ein bisschen zu viele. Hat doch eh schon so viele Kills. Muss ja nicht sein, dass er echt auch noch den ganzen Farm von den Lanes nimmt. Das ist echt unnötig.
Akali pusht gerade Botlane. Oh nö. Ja komm, das ist gelaufen. Beide Carries sind tot. Also, gut, der AP-Carry lebt noch, aber der kann nicht carryen. Achso, doch nicht, er lebt nicht mehr. Ja, Annie, was willst du da jetzt machen? Was willst du da jetzt machen, Annie? Ich bin Red Buff bekommen, sehr schön. Schutz der Nation. Oh oh. Bin mir nicht sicher, ob die sich trauen zu Tower Diven. Deswegen kreisel ich mal lieber zum Tower zurück und mache einen Abgang. So, jetzt habe ich noch Platz für zwei weitere Items. Krass. Die sind hier jetzt schon wieder gestorben, bitte. Die haben hauptsächlich AD, oder? Ja, ja, ja. Ja, dann würde ich sagen, kaufe ich mir noch Randuins. Nochmal richtig schön viel Leben. Und Rüstung. What the fuck? Was war denn das gerade? Wie weit die Range war, lol. Ja, der Tower ist down. Ist tot. Die Frage ist halt, warum mir nie jemand hilft. Aber besten Dank, Annie. Das war jetzt nice von dir. Das war jetzt gerade richtig schön. Aber wirklich, das war richtig, richtig, richtig nice. Nur leider carried gerade Set richtig hart für die. Der kaut nämlich unsere Carries alleine raus und ja, wir können nicht viel dagegen tun. Leider. Aber bei uns, wie gesagt, der Yi hat halt fast alle Kills. Mittlerweile ist Vayne auch relativ gut gefeedet, aber Yi stirbt viel zu schnell. Der lässt sich ja auch mal einzeln rauspicken. Der wartet halt nicht, bis wir teamfighten, um dann die Carries rauszuholen. Und vor allem, er fokust nie Kalista. Die lebt immer. Die stirbt nie. Wenn dann durch uns, also durch Vayne, mich oder Annie oder so, aber nie durch Yi. Ah, jetzt einmal. Sehr schön. Genau so meine ich das. Veikos ist auch nur an seinem Farm interessiert, aber ganz ehrlich, es geht hier nur ums Pushen. Wenn er nicht pushen kann, dann ist er nutzlos. So. Auf der Wave einen Abgang machen. So. Ja, die haben sie sicher in der Tasche, das schon. Was war denn das? Der Drache gibt jetzt auch einen Bonus? Oho. Oho. Also, dass es so Neues gibt. Ja, wie gesagt, ich habe das halt schon noch nicht so wirklich erkundet. Oh, Stat is incoming. Stat is incoming. Und der Kali killt Silly, easy den Silly Veikos. So wird's denn machen. Das ist nicht den ihr Ernst? Ja, komm. Das ist unmöglich, ja. Ich mache viel zu wenig Schaden, ihr habt's gesehen. Gar keinen Schaden. Bin halt nur der Tank, ne? Aber das war jetzt, tja, gefroht. Ja, wobei eigentlich nicht, also. Ja, es hing halt eigentlich an Yi. Er hätte alles alleine machen müssen, ja. Und hat er nicht. Ich meine, klar, es hört sich behindert an, aber gut, unser Veikos, muss man dazu sagen, ist richtig nutzlos. Der macht einfach nichts. Der stirbt immer einzeln irgendwo am Arsch der Welt. Kein Schwein ist bei ihm. Ich habe ihm 100-mal zurückgepinkt, dass er Mitte kommen oder dass er wegkommen soll von der Top-Lane doch und halt mit dem Team stayen soll. Macht er halt einfach nicht, ja. Weil er immer noch am Rumheulen ist, dass er kein Farm hat. Mein Gott, ja. Das soll er sich halt umbringen, meine Fresse. Also wirklich. Ja, mein Gott. Ja. Bei sowas zum Beispiel verstehe ich nicht, warum er reingeht.
1 gegen 3. Ich meine, klar, er hat Dings gekillt, Kalista, easy, aber ja, er ist auch wieder tot, ne? Und ich meine, ohne ihn können wir das Spiel nicht gewinnen. Weil er immer noch fast 20, 50% unserer Kills hat. Fast. Das ist ziemlich viel. Bei 45 schon. Außerdem sollten die mal auf mich warten zum Engagen. Ich meine, ich muss ja hier immer das Zeug abfangen. Nice. Komm schon, das überlebt die. Sehr schön. Sehr, sehr schön war das jetzt gerade. Ja, weiter pushen wir jetzt nicht. Es sind halt nur noch Annie und ich. Wobei Annie ziemlichen Schaden macht. Die drappert uns und Dingenskirchen. LOL. Ohne Scheiß, die Annie, ich check's einfach nicht. Sie überlebt sauknapp und rennt trotzdem nochmal hin. Ach, ich check's einfach nicht. Wie man nur so greedy sein kann, das ist dumm, ich versteh's nicht. Naja. Ich kaufe jetzt noch einen Frosthammer. Gib mir nochmal Leben dazu, auch wenn ich jetzt schon tanky as hell bin. Aber darum geht's ja bei Garen. Einfach nur die Situation zu carryen. Mit Tankiness. Man muss halt einfach recht nur denken, mehr muss der Champion nicht können. Einfach nur reingehen und die ganze Zeit die APs und AD Carries silencen und denen mit der Ulti auf den Sack gehen, weil die Ulti schon relativ viel Schaden macht. Weil die ja absoluten Schaden macht, oder? Macht die absoluten? Ne, magischen Schaden macht sie leider. Schade. Ja gut, absoluter Schaden wäre ein bisschen krass. 525 absolut. Das wäre echt heftig. Na, Mist. Komm, dem Bakehouse ist echt nicht mehr zu helfen. Der stellt sich dahin. Hier bin ich, tötet mich bitte, tötet mich hier, tötet mich. Echt ohne Scheiß. Okay, da ist Carry Nummer 1 down. Da ist Carry Nummer 2 down. Ich kann sie nicht ulten. Ich kann sie einfach nicht ulten. Ich konnte sie nicht ulten, die ganze Zeit über nicht. Konnte ich sie nicht ulten. Das war jetzt aber auch wieder Greediness Overlord. Ja, wir killen zwei Carries und direkt kommt das Ding. Ja, wir müssen jetzt alle töten. Ne? Naja. War eine lange Runde. Leider nicht gewonnen, aber trotzdem nettes Game mit Garrett. Zumindest für mich, für das Team. Also der Veikost hat es uns echt total versaut. 4-17, also nur gefeedet, was anderes hat er gar nicht gemacht. Und geflamed auch noch. Ja, einfach nur schlecht. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.